Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Ihr habt den Titel schon gelesen, es geht um das neue Pack, es geht um die Pre-Order-Objekte. Und für alle meine Sparmäuse, die das bei Instant Gaming und Co., wo auch immer ihr das gekauft habt, für die ist dieses Video. Denn es geht darum, dass ihr die Vorbesteller-Objekte in euer Game bekommt, wenn ihr keinen Code bekommen habt. Also bei Instant Gaming war das zum Beispiel so, wenn ihr das bis zum Mittwoch vorbestellt habt auf Instant Gaming, dann habt ihr zwei Codes bekommen. Dann habt ihr einmal das Spiel bekommen und einen Pre-Order-Code. Allerdings haben sich ganz viele das Spiel halt auch erst gestern gekauft, als es rausgekommen ist. Und da gab es das nicht mehr. Und für alle Leute, die sparen wollen und nicht 40 Euro an EA geben wollen, kaufen das dann natürlich lieber günstiger auf Instant Gaming. Den Link habe ich nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt, Leute. Und da deswegen, ja, 11 Euro mehr auszugeben, um drei weitere Objekte zu haben, sehen wahrscheinlich viele nicht ein, sehe ich nicht ein und ich hoffe, ihr versteht das. Und ich habe da was auf Twitter gefunden und ich wollte es euch zeigen, denn es gibt einen wundervollen Trick. Let's Sims hat schon ein Tutorial gemacht, wie ihr das selber machen könnt, aber ihr müsst es jetzt auch gar nicht mehr selber machen. Aber für alle, die das in Zukunft selber machen wollen, ihr könnt es natürlich gerne nochmal abchecken, ist auch unten verlinkt. Und Freds, ich war auf Twitter unterwegs und ich folge ein paar Simmern und ich habe etwas gefunden, das ist fantastisch. Das wird doch nur ein ganz kurzes Video. Ich will euch das nur ganz schnell zeigen. Verlinke ich euch auch unten, Friends. Richtig geil. Die drei Pre-Order-Objekte könnt ihr euch runterladen. Das ist sozusagen dann wie CC, den ihr euch runterladet. Allerdings habt ihr ihn dann im Spiel und könnt es auch hochladen. Und alle anderen, die das durch den normalen Pre-Order-Bonus haben, werden das auch sehen. Also richtig, richtig geil. Das geht auch mit Landhausleben, das geht auch mit Highschool-Jahre und jetzt auch mit die Sims 4 zusammenwachsen. So, der liebe Sim Matty Kelly, so heißt er, der hat das hochgeladen, der hat das auch für die anderen Packs schon hochgeladen und so bekommt ihr die drei Objekte, die Schaukel, die Kleinkinderrutsche und die weitere Babytrage. Ihr geht einfach hier runter, klickt hier auf Download, werdet dann umgeleitet auf die Sim-File-Share-Seite und dann ladet ihr hier einfach outdoor-playtime-dc.package runter, einfach zack, runterladen. Und dann nehmt ihr die Datei und zieht die einfach in euren Mods-Ordner rein. Ich habe jetzt hier alle Mods mal entfernt, damit wir uns darauf direkt konzentrieren können. Da einfach reinziehen, ihr müsst nichts entpacken. Das war's schon und jetzt könnt ihr einfach Sims öffnen. So, herzlich willkommen in meinem kleinen Haus aus dem Livestream. Beziehungsweise wir haben ja nicht viel gemacht, wir haben ja nur ein bisschen was abgeändert und ein Baumhaus hingestellt. Darum geht es jetzt aber nicht, Leute, denn es geht um die benutzerdefinierten Inhalte. Und wie ihr seht, ist es hinzugefügt. Ihr habt jetzt eine Schaukel, die stelle ich mal hier drüben hin, also es funktioniert auch alles. Und auch die kleine Rutsche für die Kleinkinder, die ist auch sehr, 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 sehr süß, gefällt mir extrem gut. Und die Babytrage, die kriegt ihr auch über das Game drin. Allerdings will ich ganz kurz erstmal Schaukel austesten hier mit dem Vater und der Tochter. So, Leute, die funktioniert ganz einwandfrei. Also alles tippitoppi. Sehr schön. Also voll die schöne Schaukel auch. Gefällt mir richtig gut mit den Blumen hier, mit den... Oh, die wedeln sogar mit. Das ist sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr süß. So, und die Rückentragen, die könnt ihr dann auswählen. Also die könnt ihr immer bei den Kindern auswählen. Unter Babypflege, glaube ich, bevorzugt die Rückentrage. Ich weiß leider nicht, welche davon es ist, aber es gibt eh genug Rückentragen. Deswegen ist es eigentlich absolut egal. Aber wir nehmen mal die und dann hauen wir sie uns auch mal auf den Rücken. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau die ist, die wir gerade runtergeladen haben. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, und so sieht das Ganze dann aus, wenn sie auf der Rückentrage sitzt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sah ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, die Rückentrage finde ich, glaube ich, das Unspannendste, denn es kommen genug Rückentragen mit rein. Ich finde die nicht so geil, wie zum Beispiel diese Schaukel, die wirklich sehr, 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 sehr schön aussieht. So, und damit ihr das Ganze jetzt auch nochmal mit dem Kleinkind seht, habe ich die kleine Maus jetzt erst nochmal zum Kleinkind gemacht, damit ihr seht, wie die hier runterrutscht. Ich finde, das ist eine voll süße Rutsche und ich finde es richtig nice, dass ihr die alle jetzt haben könnt. Also gönnt euch, da ist sie. Sweet. Sehr, sehr, sehr sweet. Ich würde mich gern freuen über mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben schon ganz viele Rutschen bekommen in Sims 4. Irgendwie würde ich mich gern über ein bisschen was anderes freuen. Ich fände das ein bisschen cooler. Sie rutscht, will ganz schön viel rutschen, ne? Beim Klettern geht sie bestimmt einfach nur hoch und guckt. Ich weiß gar nicht, was die Animation ist, ne? Aber da ist irgendjemand nackt im Hintergrund. Ich finde es sehr süß. Ich finde es sehr süß. Und auch wenn wir die Rückentrage jetzt nicht gesehen haben, ich fand die jetzt eh nicht so spannend, aber die Rutsche ist halt super süß. Und auch die Schaukel, guckt sie euch an, wie sie im Dunkeln auch leuchtet. Gefällt mir persönlich sehr, 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 sehr gut. Und ihr auch. So, Friends, das war's schon mit diesem ganz, ganz, ganz kurzen Video heute zum Freitag. Wie gesagt, falls ihr das Pack noch nicht habt, es lohnt sich. Es ist ein Must-Have-Pack, wie ich finde, für die Sims 4. Gönnt es euch gerne unten.
über den Link von mir in der Videobeschreibung. Instant Gaming, da kostet es nur 29 Euro. Da ist ebenfalls das Video von Let's Sims verlinkt, genauso wie mein Twitch-Kanal, denn morgen streame ich 24 Stunden live auf Twitch. Morgen geht auch auf YouTube die 100 Baby Challenge Staffel 2 los. Also es ist sehr viel wieder los. Ich freue mich extrem. Außerdem ist unten auch der Link natürlich zum Twitter-Account vom Sim Matty Kelly, wo ihr euch das alles runterladen könnt. Sehr, sehr geil. Und gerne, gerne mehr Sim Matty Kelly. Ich liebe das. Ich liebe das komplett. So, jetzt ist es aber wirklich vorbei, Leute. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen für die Leute, die keinen Pre-Order-Bonus hatten. Jetzt habt ihr ihn. Ganz viel Spaß damit. Und wir hören uns morgen wieder hier auf YouTube um 12, 13 Uhr zur 100 Baby Challenge Staffel 2. Und auf Twitch ab 15 Uhr, 24 Stunden live. Das wird auch sehr, sehr geil. Bis dann, heute rein und ciao, 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 ciao.